gehen die Demonstrationen gegen die Partei Land auf, Land ab weiter, worüber sich im Übrigen der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes, Thomas Haltungszwang, sehr erfreut zeigt. 100 Meine Damen und Herren, liebe Freunde, lassen Sie mich eine Parallele zum Einstieg ziehen. Ich frage Sie, kennen Sie den Film Wag the Dog? Einen US-Film von 1997 mit Robert De Niro und Dustin Hoffman. Dort, ganz kurz für die, die es nicht kennen, drohte der US-Präsident aufgrund eines Skandals im Weißen Haus kurz vor den Wahlen ins Hintertreffen zu geraten. Der Wahlsieg war in Gefahr. Höchste Alarmstufe. Was machte sein Team? Was ließen die sich einfallen? Die steckten die Köpfe zusammen mit Robert De Niro als Spin-Doktor, als Chefberater und erfinden mal eben einen Krieg. Als Medienspektakel zur Ablenkung und Irreführung der Öffentlichkeit. Mit Hilfe eines Hollywood-Producers, gespielt von Dustin Hoffman, wird der Krieg so wirkungsvoll inszeniert und über die Medien gespielt, ohne dass auch nur ein Schuss tatsächlich fällt, dass keiner mehr über den Skandal im Weißen Haus spricht, alle aber mit dem Krieg mitgehen, auf die Straßen gehen, Zeichen setzen und der Präsident sonnt sich im Rampenlicht. Soweit der US-Film. Schnitt, um im Filmjargon zu bleiben. Deutschland im Herbst 2023. Die Ampel fährt Deutschland an die Wand. Ich sage nur, die dümmste Energiepolitik der Welt, Deindustrialisierung, offene Grenzen weiterhin und. Immer mehr Bürger merken das. Der SPD steht eine politische Kernschmelze bevor. Und die AfD, die einzige echte Oppositionspartei, liegt bei deutlich über 20%. Zweitstärkste Partei nach der CDU, vor der SPD, vor den Grünen, mit Tendenz weiter nach oben, auch in Hamburg zweistellig. Was macht in der Situation nun Scholz und das Team rund um Scholz? Zitat aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion. Eine Begegnung des Bundeskanzlers mit der Geschäftsführerin von Korrektiv, Frau Gusko, hat am Rande der Konferenz Ostdeutschland 2030 am 17.11. stattgefunden. 2023 stattgefunden. Rein zufällig kurz vor der Potsdamer Geheimkonferenz. Nicht nur das, 10 Tage vorher fand im Bundeskanzleramt eine Diskussionsrunde statt, bei der Korrektiv-Geschäftsführerin Gusko ebenfalls teilnahm und unter anderem auf den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, SPD, traf. Ende November dann das Geheimtreffen. Der Verfassungsschutz und sein Chef Haldenwang wussten mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zuvor davon. Und dann bricht am 10. Januar die Medienkampagne los, die ihresgleichen sucht. Stichwortgeber Korrektiv und die deutschen Leitmedien folgen. Die Stichworte kennen wir alle, die uns seit Wochen um die Ohren gehauen werden. Geheimtreffen, Deportation, massenhaft auch von deutschen Staatsbürgern und das Geraune von der Wannsee-Konferenz 2.0. Und übrigens eine unendliche Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Das ist noch ein Riesenskandal in sich, aber das nur nebenbei. Und fast keiner spricht mehr vom Versagen der Ampel, vom Versagen der SPD, von den Bauernprotesten und von der dümmsten Energiepolitik der Welt. Wie ging es weiter? Die deutsche Politik reagierte schnell auf die Veröffentlichung vom 10. Januar. Am Tag nach der Veröffentlichung schon
Veröffentlichung schon, stellte sich Bundeskanzler Scholz unter Verweis auf Korrektiv auf Twitter schützend vor die Menschen mit Migrationshintergrund und gegen Fanatiker mit Assimilationsfantasien, wie er es sagte. Und geht dann später mitdemonstrieren, so wie Tschentscher hier in Hamburg. Eine Woche nach dem 10. Januar schon wurde eine Bühnenfassung des Korrektivmärchens im Berliner Ensemble auf die Bühne gebracht. Übersetzungen ins Arabische, Englische und andere Sprachen folgten. Selbst auf Gebärdensprache ist das mittlerweile verfügbar. Weitere und höchste staatliche Anerkennung folgten. Keine Woche war vergangen, da saßen Mitglieder der Redaktion auf Schloss Bellevue, dem höchsten deutschen Repräsentanten, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, SPD, bei Kaffee und Gebäck gegenüber. Dabei erklärte Steinmeier, dass die Recherchen das Land aufgerüttelt hätten. Tatsächlich nahmen die Forderungen nach einem Verbot der AfD seither zu und deren Umfragewerte, wie geplant und gewünscht, ab. Gehen die Demonstrationen gegen die Partei Land auf, Land ab weiter, worüber sich im Übrigen der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes, Thomas Haltungszwang, sehr erfreut zeigt. 100.000 Millionen bei bundesweiten Demonstrationen gegen rechts, zumeist ganz offen und unverhohlen auch direkt gegen die AfD. Und unter den Demonstranten auch militante Demonstranten und solche, die immer wieder Hass predigen. Und die, so der traurige Höhepunkt bei einer Antifa-Demo in Aachen, auch vor Tötungsaufrufen nicht zurückschrecken. Ich darf das einmal kurz hier zeigen. AfDler töten, Nazis abschieben. Das wurde so tatsächlich in Aachen in die Kameras gehalten. Ein öffentlicher Aufschrei dagegen blieb aus. Meine Damen und Herren, diejenigen, die zu Hass und Hetze gegen die AfD aufrufen, sind geistige Brandstifter, die sich solches dann auch zurechnen lassen müssen. Von den Verbotsforderungen gegen die AfD sprachen wir bereits und Herr Walczak hat das auch angesprochen. Schlimm ist, dass die Bundesregierung die Meinungsfreiheit hier im Lande auch noch weiter einschränken will. Nancy Faeser und Lisa Paus wollen, so die jüngsten Ankündigungen, eine stärkere Verfolgung von Staatsbürgern unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Sie fordern auf zu massenhaften Denunziationen, geben dafür zig Millionen aus, um entsprechende Stellen und Positionen damit zu bezahlen, wollen nicht mehr auf Straftaten abstellen, sondern, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, auf ein sogenanntes Gefährdungspotenzial, was sie bei kritischen Geistern wittern, auf gelingende gesellschaftliche Einflussnahme. Man könnte meinen, das sei ein positiver Ausdruck in einer Demokratie, aber natürlich nicht, wenn es Rechte sind, denen eine gesellschaftliche Einflussnahme gelingt. Dann ist es natürlich böse. Wenn der Staat das befürchtet, dann will er nach diesen Plänen künftig zuschlagen, Gaststättenaufsicht einschalten, Überweisungen unterbinden und so weiter und so fort. Eingriffe in das Privatleben, wie man sie eigentlich nur bei undemokratischen, bei totalitären Staaten vermutet. Wer die wahre Absicht hinter diesem Maßnahmenbündel gegen rechts verstehen will, möge besonders auf Haldenwangs durchaus verräterische Sprache achten. Der demokratische Verfassungsstaat erklärte, dessen vorgeblicher Hüter müsse sich nicht nur gegen Gewalthandlungen, sondern auch gegen verbale und mentale Grenzverschiebungen verteidigen. Und weiter, Zitat, wir müssen aufpassen, dass sich entsprechende Denk- und Sprachmuster nicht in unsere Sprache einnisten. Denk- und Sprachmuster sind ihm da offenbar ein Blick im Auge. Da spricht der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes.
Er will, dass der Staat auf das Denken seiner Bürger zugreift, indem er unliebsame, regierungskritische Denk- und Sprachmuster sanktioniert. Das ist ganz so, als wäre Thomas Haldenwang dem Roman 1984 entstiegen. Die einen nennen ihn Thomas Haltungszwang, die anderen, das fand ich sehr schön, jüngst Diederich Haldenwang, so Michael Klonowski. Ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Und er verplapperte sich schon vor Monaten, als er als seine Aufgabe verkündete, die Zustimmungswerte für die AfD zu senken. Meine Damen und Herren, das alles gestützt auf eine Medienkampagne, die von Korrektiv losgetreten wurde, in der so viel Unsinn, so viel Verschwörungstheorie, so viel Lügen und so viel Hetze verbreitet wurden, wie wir das alle wohl noch nicht erlebt haben. Lieber Herr Voskerau, Sie waren dabei in Potsdam. Wir fragen Sie, war Potsdam ein Geheimtreffen? War es ein AfD-Treffen? Was sagen Sie als CDU-Mitglied, das nebenher dazu? Wurde dort über die massenhafte Deportation von Deutschen fantasiert? Eine Behauptung, die inzwischen ja wohl selbst Korrektiv nicht mehr selbst aufrecht erhält. Genug der Vorreden. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen einen Gast hier und heute haben, der uns aus erster Hand über das Treffen berichten kann und mit dem wir auch über die Folgen des Treffens und über die Kampagnen danach debattieren können. Herzlich willkommen.